Mit lautem Gebell bewachen Alvara und Hugh eine Schafherde in Baden-Württemberg. Denn der Wolf ist wieder in Deutschland unterwegs und sorgt bei Schäfern für Angst. Manfred Vogt setzt daher auf 2 Herdenschutzhunde. Sie kümmern sich nachts und am Morgen um seine Tiere. Denn der Wolf könnte jederzeit zuschlagen. Es ist ein ungutes Gefühl. Jeden Tag, wenn man rausfährt, ist noch alles in Ordnung. Oder hat er irgendwo an einer Ecke, an einer Herde, an einem Trupp, der im Moment nicht mit dem Hund bewacht ist, zugeschlagen. Anfang Oktober wurde der erste Wolfsriss in Baden-Württemberg seit 100 Jahren gemeldet. Daher hat der Landesschafzuchtverband ein Pilotprojekt mit Schutzhunden gestartet. Ganz einfach ist das für die Hunde und Schafe aber nicht. Die Hunde sind aufgewachsen in einer Schafherde. Die Schwierigkeit sind nicht die Hunde, die Schwierigkeit sind meine Schafe. Dass sie die Hunde, die weißen Hunde, akzeptieren als ihre Geschwister und nicht den respektieren wie meinen Hüdehund. Bisher scheint das Projekt zu wirken. Einen Wolf oder seine Spuren hat Vogt bisher noch nicht gesichtet.